Ab in den Heli und weg. Das wäre lustig. Maybe try? Okay, das wird jetzt anstrengend. Wie komme ich denn da jetzt? Ist da hinten ein Busch? Ja, ne? Ja, da hinten ist ein Busch. Wäre schon lustig, oder? Kann ich speichern? Nein, ne? Weil mein Bike nicht in der Nähe ist. Nee, leider nicht. Keine Mollys werfen darf. Reißt. Ich wollte das Nest eben noch abfackeln und dann gehen. Ob die Wissenschaftlerin da gerade unsere Frau war? Das wäre lustig. You plot? Den die hat doch überlebt, aber arbeitet jetzt für Nero. Das ist nämlich der Shit, Mann. Die National Emergency Response Organization, was machen die hier? Rückstand bolzen. Was? Rückstand wohl lassen Gegner aufeinander losgehen? Benutzen sie um Chaos. LOL! Das ist übrigens nicht sehr nett, dass ich jetzt hier reingeworfen werde. Und jetzt einfach... Boozer, hörst du mich? Boozerman, kommen! Okay. Dick, hey! Ich bin hier. Als wir aus Farewell raus sind, der Nero-Kerl, der Soldat oder was auch immer das gewesen ist, der Sarah mitnahm. Warte, was hast du? Er hatte einen Ausweis. Wie hieß der Kerl? Oh Gott, O'Brien. Du hast nur davon geredet. Den ganzen Weg zum Three-Finger-Jack. Okay, er lebt, Boozer. Er lebt. Was, er lebt? Was redest du denn da? Wir waren da, das ganze Camp war zerstört. Okay, das weiß ich, aber ich hab... Okay, hör zu, ich... Ich glaube, Nester zerstört macht das über echt mehr Sinn. Und ihm bis zur LZ gefolgt. Warte, du warst in ihrer LZ? Was zum... Boozer, jetzt halt einfach mal die Klappe. Hör mir zu, ich hab sie über den Funk gehört. Die redeten von einem Kerl namens O'Brien. Das war Neros. Er lebt, Boozer. Er ist am Leben. Leak? Nicht? Mach ich nicht, Boozer. Mach ich nicht. Aber ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Auf jeden Fall, Mann. Du schläfst jetzt eine Runde. Meld mich später nochmal. Gegen Ende. Hallo? Was ist hier? Warum ist hier so ein Circle auf der Map? Muss mich genau umschauen. Für was? Okay, was haben wir denn da? Weiter geht's. Ach, ein Kopfgeld. Was für Kopfgeld? Wo kommt das jetzt her? Verbrenne Alvarez' Leiche. Wo kommt das jetzt her? Oh Mann, ey. Ich mach mich fertig.
der die Sachen immer fallen lässt, wenn man das Fernglas kurz mal in eine Hand nimmt. Dann ist ein Fragezeichen aufgeploppt. Was ist denn jetzt los? Was passiert hier? Oh mein Gott. Ich hab mich verdrückt. Jetzt kommen sie. Sneaky Sidequests. Ich wollte nur eben tanken. Alles okay? Darf ich tanken? Oder geht das nicht bei Gegnern in dieser? Gutes Timing. Uff, das sind ganz schön viele. Das sollte reichen. Wieso kannst du denn nur hochwerfen und nicht weit? Hier. Yeah. So, warte mal. Da ist ein Fußspuren. Okay, schauen wir uns mal um. Hä? Fußspuren? Was brauche ich denn für Rückstandsbolzen? Nestrückstände. Hab ich noch nicht einmal gehabt. Moment, wenn die Zombies sich gegenseitig riechen, ist. Wo lang? Kacke im Dampfen? Ja, geht doch. Also die Spuren Suchfeatures möchte ich auch haben. Die er hat. Schwarze Position. Jagd auf Leon. Die Wahrheit wird euch befreien. Der Beginn dieser Hölle, die jetzt unser Leben ist. Kampf für diejenigen, die auf mich gehört haben. Es wird nicht die sein. Aber dann mache ich die eben fertig. Ich meine, da sind auch Nester und da ist gerade die Kacke am... Aber es ist mit Tag, ne? Ja, dann chillen die ja eh. Sie nannten ihn beim Namen, den Bullshit, die Lügen, wenn sie sie sagen. Ich weiß es, denn sie wollten mich auch holen. Ich startete Radio Free Oregon in den letzten Wochen vor Neros Untergang. Ich sendete aus einem Lieferwagen, fuhr von Stadt zu Stadt. In der Zeit, bevor Autos die Straßen verstopften und die Brücken zerstört wurden, beim vergeblichen Versuch, die Freaks aufzuhalten. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Nein, Cobb, die Friedhöfe sind voller Freaker, nicht Märtyrer. Und du musstest immer weiterziehen, weil sie dich zur Hölle geschickt hätten, wenn sie deinen Van gefunden hätten. Und dann müssten wir uns dein beschissenes Radio Free Oregon nicht anhören. War das? Das ist ein Geräusch. Haben Sie Kerosin im Kofferraum? Ich weiß, die Feuerwehr löscht, aber vielleicht wollten Sie auch mal was anzünden. Nein, aber ein Medikit. Aber ich habe hier irgendwo Benzin hingeworfen. Ich nehme das Benzin, was ich hier hingeworfen habe. Ist da Kerosin dabei? Ja, da ist Kerosin dabei. Auf euch kann man sich verlassen. Kann man da hoch? Da liegt noch was. Ich will da hoch. Egal. Ich mach jetzt hier den. Keine Sorge, so. Alvarez. Ich überlasse dich nicht den Freaks. Dann zünden wir die jetzt mal an, wa? RIP. Ruhe in Frieden. Sie kriegen dich nicht. So.
Jetzt die Kopfgeldmission. Okay. Ach, ich habe ja Fertigkeitspunkte. Ich habe sogar zwei. Machen wir das mal. Drücke R2 für einen Nahkampfangriff, halte R2 gedrückt und tippe R2 für einen Fernkampfangriff. Okay. Fertigkeitsstufe 2 freigeschaltet. Und jetzt kriege ich hier verbessert die sofortige Erholung Wirkungsdauer eines Konzentrationscocktails. In Konzentration können Fernkampfwaffen schwächere Gegner eher aufhalten. Reduziert die Abklingzeit. Nehmen wir das. No Skill Run. Genau. Usa, hörst du mich? So. Ja, Deke. Ich hab's geregelt. Was mit Alvarez? Danke, Bruder. Sie hätte dasselbe getan. Das hätte sie. Brother. Das ist jetzt mein Kopfgeld, oder was? Ja, triff dich mit Tucker und... Aber das ist die Hauptstory, tatsächlich. Okay. Das ist voll weit weg. Im Hot Springs Camp. Ende. Das ist ein weiter Weg. Ich weiß nicht, ob ich da mit dem Sprit hinkomme. Den, ich habe getankt, aber trotzdem weiß ich nicht, ob das reicht. Sorry, das musste ich mitnehmen. Was sind das für Fragezeichen? Ich schätze, ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Ja, gut, Nester habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber ich bin auch gerade im Molly-Armut. Ich gebe gerade kein Gas, ich lasse nur rollen. Spritspar. Er wird geballert. Das war auch eine Strat. Also noch kann ich keinen Feuerbolzen machen. Vielleicht irgendwann mal, aber nicht jetzt. Kann ich Verbände bauen? Ne, ich habe alles voll. Alter, hat er mich verjagt. Ich habe was gehört, aber ich habe nicht mit Wölfen gerechnet. Alter, hat er mich verjagt. Das ist jetzt uncool. Oh, hier ist ein Nest. Beim Absteigen noch ein Molly gebaut. Schon wieder ein Fragezeichen auf der Map. Nest? Sieht so nestig aus. Guten Tag. Ups, der ist gestolpert.
das Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Da gehen hier rein. Schwarze Helikopter wurden am Himmel gesichtet. Ihr habt sie gesehen, gehört, gedacht, ihr verliert den Verstand. Tut ihr nicht. Nee, da gehen hier rein. Und sie sind der Beweis, dass ich recht hatte. Wir dachten, Nero wäre wie der ganze Rest verreckt. Von der eigenen Dummheit ausgerottet. Aber nein, wie ich sagte. Ja, ein kernvoller mordender Drifter. Die Arschlöcher kommen mir bekannt vor. Ich muss sie ausschalten. Und die Welt wieder an sich reißen. Aber das geschieht nicht. Nicht, solange ich wache. Und rennt bloß nicht zu ihnen, weil ihr denkt, dass sie euch den Arsch retten. Jeder Mann in Uniform, der etwas wert war, ist vor 2 Jahren gestorben. Willst du mich verarschen? Wo kommst du denn her? Hey, wie viele Schüsse hältst du denn aus? Oh, Cobb, die werden überhaupt nichts an sich reißen. Du hast doch keine Ahnung, wovon du überhaupt redest. Außer vielleicht damit, ja, sie werden dich sofort abknallen, du Glückspilz. Wo hat er das Camp gesehen? Ach, da! Das war das Fragezeichen, ah. Hä? Okay. Ich bin nur ansatzweise in die Richtung gefahren, aber ich gehe jetzt trotzdem auf den Wasserturm hoch und guck, was da abgeht. Viel zu viele Schüsse hörbar. Ich werde nicht in dieses scheiß Ding reingehen. Wisst ihr, wie gruselig das war? Kann ich da nicht? Hallo? Geht doch. Really? Oh, da liegt noch mehr. Oh, kann ich eh nicht. Ah, doch, warte, ich habe Verbände benutzt. Nee, ich habe ein Medikit benutzt? Ach so, Moment, Verbände kann ich nicht unten in die Quicktime legen, aber Medikits sind das nur. Okay. Das ist natürlich jetzt sad. Gewitter! Der Schreck von dem Wolf hängt mir immer noch in den Knochen, ey. Mich so verjagt. Mein Motorrad tut 100%. Obwohl ich damit fahre wie Sau. Und ich habe immer noch Drogen hinten drauf. Jihi! Jetzt hat es nicht mehr 100%. Stell die Stromversorgung wieder her. Ein Massengrab. Warum wurde der Scheiß hier nochmal vergraben? Ach ja, weil sie Arschlöcher sind. Oh. Oh, die Musik heißt nichts Gutes. Uff. Orden sind größere Gruppen von Schwärmern, die sich wie ein Organismus bewegen und verhalten. Tagsüber ruhen sie an dunklen Orten wie Höhlen. Sie fressen nachts. Du solltest den Kontakt mit Horn um jeden Preis vermeiden, bis du bereit bist. Das ist zu spät, Spiel! Das ist zu spät. Die haben sich alle im Zug versteckt. Mein Motorrad steht da jetzt hinten drin. Wie kriege ich das denn jetzt wieder raus?
Uff. Alter, sind das viele. Alle markieren. Da, 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 da ist einer, da ist einer, da ist einer, da, 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 und da, und da, und da ist einer, und da, und da, und da, und da. Oh, ne? Scheiße. Ich hab noch 4 Schüsse. Läuft. Let's go. Fuck. 4 Schüsse und kann keine Mollys mehr machen. Ach guck mal, die gehen alle wieder in den Zug zurück. Das heißt, wenn ich leise bin, kriege ich vielleicht sogar den Strom wieder an. Ich glaube nicht. Nicht daneben schießen. Guck mal, die verstecken sich alle im Zug. Die mögen es nämlich nicht hell. Ich glaube, die roten Kisten, ne? Das ist Explosionszeug oder so. Das soll man benutzen bei denen. Don't add me. Okay, wie kriege ich jetzt mein Bike da hinten? Das steht voll drin, Mann. Das Bike, guck mal, wo es steht. Da steht das Bike. Es steht, ich sehe es. Die Musik. Kann die Musik das bitte nicht tun? Kann der das bitte sein lassen? Kann der Heli da bitte nicht rumfliegen? Obwohl, doch, fliegt da rum. Lenk sie ab. Oh, ein Kantholz, das benutze ich. Boah, wenn jetzt Hundi kommt, ne? Weil ich das Motorrad benutze. Fahr, 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 fahr. Hilfe! Und jetzt ein Platten. Okay. Alles gut. Wir sind raus. Uff. Oh nein, es ist ein Tunnel. Hier springt mich doch einer an und schmeißt mich vom Bike, ey. Oh nö! Fick dich. Ich wollte den Schrott aufheben. Wollte nicht aufs Bike. Das da will ich. Ist auf jeden Fall kein Nest. Wehe, die Alarmanlage geht an. Dankeschön. Ich sollte mein Bike da erst wegstellen, oder? Ich weiß nicht, was dann passiert. Oh, mein Bike! Oh nein! Ich hab mein Bike umgeworfen. Er stellt's nur auf. Er setzt sich nicht drauf. Er stellt's nur auf. Ich denk mal, ich schieb den Wagen jetzt weg, oder? Sonst kommen wir ja nicht weiter. Ja. Achso, ich muss gedrückt halten. Beep, beep, beep. Dankeschön.
Mich wundert es, dass die Horde Zombies sich da in den doofen Zug versteckt und nicht in diesen Tunnel hier. Der ist doch viel angenehmer für die. Noch eine MME. Was Nero wohl diesmal zurückgelassen hat? Ich finde, man braucht so einen Hundebegleiter wie Dogmeat. Damit der später im Spiel sterben kann? Ich denke nicht. Das war laut. Ich keinen Schalldämpfer mehr habe. Na also. So. Ich habe Kerosin gefunden. Hundebegleiter sterben immer irgendwann. Außer bei Fallout. Bei Fallout stirbt nix. Fallout ist da nämlich... Ich glaube, bei Fallout würden alle ausrasten, wenn irgendwas stirbt. Ist da unter... Da ist Sprit. Ich will das haben. Ich brauche das doch für den Generator. Das ist doch ein Benzintank. Ich krieg's nicht. Fallout ist eh tot, der kann nichts sterben. Oh, das sind... Oh, fies. Fiesem Penner. Hier ist einfach auch eine Box. Alarmanlage, komm. Geskriptete Tode sind noch schlimmer. Vor allem von Begleitern, die man mochte. Eine Sicherung. Ja. Als ob ich hier eine Sicherung brauchen kann. Hallo. Wenn ein Nero-MMR eine Sicherung braucht, findest du Ersatz im Nero-Kontrollpunkt. Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Ja, das mag sein. Tank aber erstmal. Einmal los. Dann packe ich den Rest in meinem Bike. Das war's. So. Mein Moped steht da oben. Explosive, das sind echt, diese roten Kisten sind wirklich Explosive-Kisten. Fertig. So. Und jetzt... Die Tür ist sogar offen. Willst du mich verarschen? Wir können da doch easy... Ach, Spiel, ey. Wir haben grünes Licht. Grünes Licht ist gut. Grünes Licht ist gut. Blaues Licht wäre besser. Ein Strom. Ach, scheiße. Aber wo muss denn die Sicherung jetzt rein? Auch da? Nee. Da? Ah, hier. Oh ja, jetzt sind wir im Geschäft. Ja, das sollte klappen. Was irgendwo eine Box angeht, rast hier aus. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Hoffentlich ist da was drin, dass die Mühe wert ist. Ist das dein fucking Ernst? Oh, endlich! Endlich Ruhe!
Ich wusste es. Bin weg. Könntest du bitte sterben? Könnt ihr auch einfach den Kabeln folgen. Ja, nächstes Mal mache ich das auch. Das ist ja lächerlich. Vor allem, wisst ihr, was das Schlimmste, was ich jetzt glaube, was das Schlimmste ist, was passieren könnte, ist, die Horde ist ja nicht weit weg. Oh, das... Ein Injektor. Die haben hier wirklich alles. Gut. Besser leben mit Chemie. Noch ein Nero, Ricardo. Was ist hier passiert? Ma'am, gehen Sie zurück zu Ihrem Fahrzeug. Geht so, damit ihr das hört. Nicht bequem. Oh mein Gott, so viele Menschen. Wie Bosa gesagt hat. Was ist... Ich verstehe auch nicht, warum Entwickler das immer für cool finden. Ich verstehe es nicht. Erstmal finden Entwickler es immer cool, in einen Controller eine Box einzubauen. Außer Nintendo. Nintendo hat das diesmal nicht gemacht. Aber Sony hat das gemacht. Das hat, die Wii U hatte das auch. Dass zwischendurch Cutscenes oder so einfach über die Boxen im Controller liefen. Totaler Murks. Totaler Quatsch. Oh, eine ganze Farm hier. Lauter Nester. Nee, der Waffenschrank ist, da sind keine neuen Waffen drin. Ein bisschen eindämmen. Nester. Müsste gleich um die Ecke sein. Da sind nur Waffen drin, die ich schon habe. Scheiße! Jetzt haben wir ein Problem. Schießt aber was anderes und das bin nicht ich. Meine Drogen werden das. Boah, was ein Mob, was ein Wasserbike, Alter. Schlechter Evil Knievel. Oh, das klingt nicht mehr gesund. Oh, das klingt nicht mehr gesund. Warte. Oh, das klingt nicht gesund. 4%. Uff. Ich krieg das schon hin. Okay. Aber ich muss da so rüber, oder? Nee, durchs Wasser soll ich fahren, sagt die mir. Ach du Scheiße. Fick dich, Spiel. Fick dich. Okay, warte. Das wollte ich doch nicht. Problem jetzt wieder. Okay, ich werde sterben. Ja, wir werden drauf gehen. Ich will mich heilen.
Warte, 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 warte. Ich habe keinen Schuss mehr, nix. Fuck, ich wollte auf das Ding schießen. Aua, das ist nicht gut. Falsch. Nimm das. Und das. Und das. Merkt ihr, wie ich eine Strat hab? Okay. Nach jedem Angriff wegrollen. Das ist die Strat jetzt. Oh, das war unlucky. Dass die Ohren jetzt liegen. Kein Bock auf mehr Stress. Ich will ins nächste Camp kommen und hoffe, dass die im nächsten Camp auch nett sind. Ich komme später zurück und beende dann die Arbeit hier. Oh, warte, was zur Hölle? Ich muss nicht der Straße folgen, okay. Lager. Ihr seid also die Dreckskerle, die hier überall Hinterhalte legen, ja? Uff. Er sagt das auch immer so. Er macht immer so, als ob er hart verwundet wäre. Merkt ihr das? Ich weiß nicht so. Der hat da irgendwie so ein Spleen. Warte mal. Da ist ein Kreuz auf der Map, als ob da einer gestorben ist. Von den Viechern. Mein Gott. Okay, hier ist kein Nebel und es leckt trotzdem.